Moin moin und willkommen zurück zu PES 2020, Part 9, Spieltag 5, zu Hause gegen Londrina. Londrina, wir schauen kurz auf die Tabelle, ist Tabellenzweiter aktuell mit 8 Punkten nach 4 Spielen, also ein ganz, ganz schweres Los für uns heute. Zu Hause, aber das hält uns davon nicht ab, hier heute zu Hause zu versuchen, endlich die ersten 3 Punkte in dieser Saison einzufahren. Wir werden zu Hause natürlich in Weiß spielen. Die sollen ruhig in Schwarz spielen, ist okay. Und dann gehen wir rein. Auf geht's. Hier zu Hause. Es wird natürlich ein schweres Spiel, ganz klar. Aber ich denke, dass wenn wir das in den letzten Wochen immer wieder, was wir gut umgesetzt haben, zum Teil heute einfach mal umsetzen, dann können wir hier zu Hause tatsächlich den ersten Heimsieg einfahren. Die Fans sind ja gut drauf. Und damit würde ich dann sagen, gehen wir rein. Auf geht's. Da ist gleich mal Matheus Salles auf Lopez. Der hat den Ball verliert. Die Gäste über Oliveira. Wir sind aber dazwischen. Wallison. Guter Ball weitergelegt. Rodrigão hat den starken Blick mit dem Ball, aber der kommt nicht an. Matheus Salles ist dazwischen im Mittelfeld. Kann das ihm ablegen. Lopez. Was macht er? Er sucht eine Anbindung, findet sie nicht. Kakule gewinnt den Ball für die Gäste. Rückgelegt, Augusto Silva, Silvio. Romulu. Zum Ball, das ist Kai Kule. Guter Ball auf Alisson Safira. Der legt nochmal ab. Marcelinho. 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 Kein Foul von Bruno Ovini, der den Ball erstmal geklärt kriegt. Rodrigo. Rangkabia kommt nicht ran. Ramiromes nach außen auf Marcelinho. Marcelinho. Die Flanke findet niemanden. Gibt aber den Eckball. Könnte nochmal für Gefahr sorgen. Kai Kule mit dem Eckball, der kommt auch nicht schlecht, aber wir kriegen ihn zunächst mal geklärt. Aber nur zunächst, denn da ist Kai Kule nochmal weit zurückgelegt. Auf Moment, jetzt da müssen wir nochmal rausrücken. Oliveras Flanke und der Kopfball geht wieder nur ins Tor aus. Eckball. Für Kai Kule. Der schaut, bringt den Eckball kurz. Marcelinho. Wallison. Romulu. Samuel Sales. Da ist Bonuel. Und Rodrigão kommt nicht an den Ball, weil die Passwege da vorne nicht stimmen. Oliveira. Guter Ball. Und das ist das 0 zu 1 durch Marcelinho, der da trifft in den 23. Damit ist es jetzt das schwer erwartete Spiel. Das Spiel zu Hause. Aber Rodrigo versucht gleich, aber allerdings da. Julio Ramos, Marcelinho, Anderson Light, Kai Lule, Alisson Safira, Kakule, wieder Ballgewinn, Thiago Lopez, Arrancabia, Mompin sucht und findet Bonuel. Die Flanke. Rodrigo kommt zum Kopfball und der Ball ist knapp drüber.
Das war knapp. Das muss. Vielleicht auch einfach mal einer reingehen. Augusto Silva. Augusto Silva. Augusto Silva, guter Ball. Diego González. Oliveira. Gut gemacht von Mompi, der da sich wieder stark hervorspielt. Den Ball spielt, er kommt aber nicht ran. Anderson, Unwell ist gut. Dazwischen Rodrigão, jetzt die Ablage da ist. Der Ball, Rodrigão kriegt ihn. Und dann der gute Ball nach außen, aber Unwell kommt nicht ran an den Ball. Der Kopfball, den wir nicht holen. Marcelinho. Marcelinho, abgelegt. Rui Ramos. Langer Ball da auf die Außenbahn. Marcelinho könnte flanken, aber es ist ein Seitenaus, Einwurf für uns, das ist wichtig. Bruno Ovini. Sales, so jetzt nochmal versuchen mit Tempo hier nochmal vielleicht was rauszuholen. Guter Ball dann auf Duan Alano, der nochmal mit Tempo versucht was zu machen. Da ist Rodrigão, der legt ihn wieder raus. Da ist nochmal der Pass nach außen. Warum? Ribéry's Flanke. Marcelinho. Ist da und kann dann klären. Dann ist hier Pause 0-1 zu Hause gegen Londrina. Wir waren im zweiten Durchgang. Wir müssen was tun. Und zwar ganz dringend. Bonuel wird auf die 10 gestellt. Jesus wird kommen. Und dann müssen wir irgendwie im Winter auf jeden Fall ganz gewaltig was fürs Mittelfeld tun. Auf geht's. Silvio. Ja, Silvio. Silvio ist der Ball, findet Massimo, der hat viel Platz. Ramos, ich will jetzt hinten versuchen, dicht zu stehen, die Bälle zu erahnen. Kai Kuhle. Anderson lädt. Wieder Marcelinho. Da außen ist Rai Ramos, der hat viel Platz. Wird dann gestellt. Marcelinho, Ablage, Rai Kuhle. Und das gibt den Freistoß in die Mitte. Abschluss 2-0. Das darf, Tor darf nicht fallen, das ist zu einfach. Durch Safira. Das ist viel zu einfach. Alles. Juan Alano. Alano kann sich auch da nicht durchsetzen. Marcelinho. Kai Kuhle. Silvio. Rui Ramos. Marcelinho. In die Mitte. Kai Kuhle. Wir sind dazwischen. Sales. So. Und jetzt. Spielt man die am eigenen in die Hacken, das kommt dann auch noch dazu zu so einer Partie. Juan Alano kann sich nicht durchsetzen. Dann kommen wir da irgendwie an den Ball. Bonuel, schieß doch mal! Dann ist das doch vielleicht auch mal ein Elfmeter. Nein, das ist kein Elfmeter-Pfiff. Brei kommt nicht zur Flanke. Puh, Safira. Und dann wollen wir da das jetzt machen, aber können das nicht. Einwurf für die Gäste. Rui Ramos. Marcelinho. Marcelinho. Flanke. Bruno Ovini. Was macht er denn da? Boah, Riesenglück. Bonuel. Rigao. Brei nochmal mit Tempo.
Flanke versucht, aber auch die kommt nicht in die Mitte. Es ist ein Heimspiel zum Vergessen gegen den Tabellenzweiten heute. Diego González. Beim Einwurf Oliveira. Und dann ist das nächste Foul da. González gepfiffen. Der lange Ball wird kommen wahrscheinlich von Romulo. Quer auf Augusto Silva. Kai Gute. Oliveira. Romelu. Diego López ist dazwischen. Versucht da mal den Ball nach außen. Igor Jesus. Durchgesetzt. Gut gemacht. Suche gelegt. Dann ist aber keiner der eigenen Leute da. Ich werde es. Kommt dran, weil er kämpft. López. Ey, was für ein Ball auf Rodrigo, der kommt aber auch nicht ran. Weil die Bälle einfach nicht präzise genug gespielt sind. Augusto Silva, Romulo, Oliveira ist das da. Das ist zwar gut, aber es ist halt auch die Sache, dass du nicht nach vorne spielst, dass du nach vorne Probleme hast, dein Spiel zu entwickeln. Mompins Flanke, die ist auch dann, ja, das sind deine Flanken heute. Da kommt heute noch nichts bei rum. Alon hat keine Probleme damit. Oliveira. González. González, Silva. Und dann ist hier Pause und Schluss. 0:2. Verlieren wir zu Hause. Völlig verdient. Gegen Londrina. CRB gewinnt 2-0 gegen Brasil de Pelotas. Mineiro gewinnt 2-0 bei Bragantino. Villanova 0-0 gegen São Bento. Ponte Preta verliert 4-0 bei Criciúma. Sport Recife 1-1 gegen Oeste. Guarani 3-0 zu Hause gegen Paraná. Atlético 4-0 gewonnen bei Vitória, beim Tabellenführer, Überraschung. Botafogo 3-0 gegen Opario. Cuiabá gewinnt 1-0 bei Figueirense. Und damit bleibt Vitória der Tabellenführer und der Zweite, Mineiro Dritter. Atlético 410 Punkte, Cuiabá Fünfter. Und wir bleiben auf dem Platz 18, also wir stecken unten im Abstiegskampf auf jeden Fall drin. Und wir schauen dann am 6. Spieltag geht es dann zu São Bento. Aber das sehen wir im nächsten Part. Aber vorher gibt es nochmal ein paar Nachrichten. Trainerbüro, wir haben Nachrichten. Ein Scoutbericht, Carlos Eduardo ist da. Alan Costa ist ein Angebot da. Der Jobangebot bei Bragantino, die wollen uns haben. Okay. Romerico. Okay, wir gehen dann mal kurz ins Trainerbüro. Trainerkarriere. Angebote an von Trainern. Da haben wir es von Bragantino. Hier. Strategie. Gehen wir kurz rein. Die spielen einen 4-2-3-1. Nein, halt. Halt. Ich will doch überhaupt nicht irgendwo hingehen. Stopp. Kann ich das nicht ablehnen? Annehmen. Okay. Kann ich anscheinend nicht ablehnen. Dann lassen wir das so stehen. Und dann gehen wir nochmal ins Teammanagement. Die Verhandlungen. Das ist mein Team. Oh mein Gott. Werfangebot für Luca Alan Costa. Ein Besser von 9,5, dann lehnen wir das mal ganz dezent ab. Für Sabino
gehen wir nochmal rein und verhandeln, oder? Ist schon geplant, okay. 3,2 Millionen für Romerio. Aber hat er 12. Hm. Die 22, was? Nee, das... Den beenden wir mal. Ganz dezent. Und dann gehen wir in die Scouting. Und jetzt gehen wir rein. Das Scouting aktivieren. Wir werden nach Positionen suchen. MF. Position. ZMs. Brasilien. Und hier Scouting aktivieren. Mittelfeld. Offensives Mittelfeld. Südamerika. Und dann schauen wir mal rein. Und das war's aus diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part am 5. Spieltag. Nein, am 6. Spieltag dann schon. Bei Saumbrenner. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, sage ich danke fürs Zuschauen und...